Es wird eine Zeit der Geduld kommen, in der jener, der an seiner Religion festhält, wie jemand ist, der glühende Kohle in seiner Hand hält. Dies verkündete uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam vor mehr als 1400 Jahren. Und wie wir aus unserer glorreichen islamischen Geschichte wissen, gab es auch wahrlich viele Zeiten, in denen die Muslime schweren Prüfungen ausgesetzt waren. Ob es die Mongolenstürme waren, welche fast das komplette islamische Reich zerstörten, oder die Reconquista von Al-Andalus, als die Muslime nach jahrhundertlanger Blütezeit des Islam aus Europa vertrieben, getötet und zwangsassimiliert wurden. Oder die grausame Kolonialisierung der islamischen Welt, welche noch heute ihre Spuren in den Ländern der Muslime hinterlassen hat. All dies sind Ereignisse aus der Geschichte, welche es den Muslimen so schwer gemacht haben, am Islam festzuhalten. Als würden sie wortwörtlich glühende Kohle in den Händen halten. Denn in diesen Zeiten war es nicht leicht, am Islam festzuhalten, ohne weltliche Konsequenzen befürchten zu müssen. Doch Alhamdulillah gab es viele Muslime, die trotz dieser Erschwernisse stets am Islam festhielten. Mit der Hoffnung, einer der Paradiesbewohner zu werden. Diese Art von Ereignissen der damaligen Zeit lassen sich schnell mit dem am Anfang erwähnten Hadith in Verbindungen bringen, da es klar zu erkennende Prüfungen waren. Doch wie schaut es heute für uns Muslime hier in Europa aus? Leben wir nicht auch in einer Zeit, in der es uns sehr schwer gemacht wird, am Islam und seinen Geboten festzuhalten? Ich will gar nicht auf die Verbote eingehen, welche die Muslime in Europa immer mehr heimsuchen und das Ausleben des Islam somit erschweren, sondern vielmehr sind es die Freiheiten, welche es uns schwer machen, konsequent am Islam festzuhalten und uns den geraden Weg zurück zu Allah subhanahu wa ta'ala in Richtung Paradies vergessen lassen. Die Tore dessen, was Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat, sind weit geöffnet, während die Türen des Erlaubten sehr klein wirken. Anerkennung und sogar Geld bekommt man hier für Dinge, die uns weit vom Paradies entfernen. Und leider muss man sagen, dass der Trend der letzten Zeit mit sich bringt, dass auch immer mehr Muslime diesen Dingen verfallen, ungeachtet der Konsequenzen, welche sie mit sich ziehen. Nämlich nicht zu den Paradiesbewohnern zu gehören, sondern stattdessen zu den Insassen des Höllenfeuers. Ob es das halbnackte Posieren auf Instagram und TikTok ist, das Schreiben und heimliche Kennenlernen des anderen Geschlechts, die daraus resultierende Annäherung an Zina, welches schwarze Flecke auf den Herzen hinterlässt und sich durch das ganze Leben ziehen wird, oder ob es das Nacheifern falscher Vorbilder ist, wie irgendwelcher Gangster-Rapper und Drogendealer. Es sind Resultate der Freiheiten, in denen wir leben, die uns das Paradies und den Weg dorthin vergessen lassen. Durch die vielen Freiheiten in allen Bereichen des Lebens, welche all das ermöglichen, was Allah subhanahu wa ta'ala hasst und verboten hat, sind bestimmte Eigenschaften des Muslims in Vergessenheit geraten. Um aus diesem Sumpf von Sünden mit Allahs Hilfe wieder herauszukommen, bedarf es aber gewisser Charaktereigenschaften, die in Vergessenheit geraten sind. Selbst wenn wir uns zurzeit in einem schlechten Zustand befinden, gibt Allah subhanahu wa ta'ala uns jederzeit bis zu unserem Tod Hoffnung, uns zu verbessern. Allah subhanahu wa ta'ala berichtet uns sogar, welche vier Eigenschaften wir besitzen müssen, um das Paradies zu verdienen. Er subhanahu wa ta'ala sagt im edlen Koran, und das Paradies wird den Gottesfürchtigen nahegerückt. Und es ist nicht länger fern. Das ist es, was jeden von euch verheißen wurde, der reumütig war und sich in Acht nahm, der den Allerbarmer in Geheimen fürchtete und mit reuigem Herz zu ihm kam. Diese vier Eigenschaften fasste der große Gelehrte Ibn Qayyim al-Jawziyyah rahimahullah in einem seiner Werke zusammen. Die erste Eigenschaft ist, dass wir uns Allah subhanahu wa ta'ala wieder zuwenden, das Übertreten seiner Gebote unterlassen und uns stattdessen seinem Gehorsam widmen und ihm subhanahu wa ta'ala gedenken. Ubayd ibn Amr radiallahu anhu sagte hierzu, der Reumütige ist eine Person, die sich an ihre Sünden erinnert und Allah subhanahu wa ta'ala daraufhin um Vergebung bittet. Der erste Schritt ist also, sich bewusst zu machen, welche Sünden man begeht, diese dann zu unterlassen und aufrichtig um Reue zu bitten. Wenn wir also Instagram dazu benutzen, um Frauen oder Männer kennenzulernen, dann müssen wir das Schlechte dahinter erkennen und sofort damit aufhören, da Allah subhanahu wa ta'ala es verboten hat und es sich für einen Muslim oder einer Muslima, welche Paradiesbewohner werden möchten, nicht gebührt. Und selbst wenn man wieder schwach wird,
diese Sünde erneut begeht, muss die Reue der stetige Begleiter sein. Die zweite Eigenschaft erklärt Ibn Abbas radiallahu an. Er radiallahu an sagte hierzu, sie befolgen ihre Pflichten gegenüber Allah und hüten die ihnen anvertrauten Gnadengaben. Zum einen beinhaltet es, Allah subhanahu wa ta'alas Gesetze in allen Bereichen des Lebens umzusetzen. Also egal, ob es in der Schule ist, im Internet oder auf der Arbeit, Allah subhanahu wa ta'alas Gebote müssen von uns Muslimen überall eingehalten werden. Und zum anderen müssen wir unseren Nafs vor all dem schützen, was Allah subhanahu wa ta'ala für verboten erklärt hat. Wir brauchen also Taqwa und müssen Hindernisse zwischen uns und dem Verbotenen aufbauen. Die dritte Eigenschaft wird klar benannt, der den Al-Erbarmer im Verborgenen fürchtet. Ibn Qayyim rahimullah sagt hierzu, diese Ayah beinhaltet die Bestätigung der Existenz Allahs, seiner Herrschaft, seiner Kompetenz, seiner Macht, sein Wissen und seine Kunde über jede Angelegenheit seiner Diener. Das bedeutet, um Allah subhanahu wa ta'ala im Verborgenen zu fürchten, müssen wir uns erst einmal bewusst machen, wer Allah subhanahu wa ta'ala überhaupt ist und welche Macht er subhanahu wa ta'ala überhaupt hat. Egal wie gut du es schaffst, deine Sünden zu verstecken, vor deinen Eltern oder deinen Freunden, Allah subhanahu wa ta'ala sieht und weiß alles. Er subhanahu wa ta'ala wird über dich richten und über deinen ewigen Aufenthaltsort im Jenseits entscheiden. Wenn wir uns dieses Bewusstsein über Allah subhanahu wa ta'ala aneignen, schaffen wir es, ihn in einer Weise zu fürchten, welche uns einen Schritt näher Richtung Jannah bringt. Zu guter Letzt lautet die vierte Eigenschaft des Paradiesbewohners, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, mit reuigem Herzen zu ihm kommt. Ibn Abbas radiallahu anhu sagt hierzu, dies ist ein Diener, der vom Ungehorsam gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala ablässt und sich ihm gehorsam zuwendet. Die Reue des Herzens darf also nicht einfach ein bloßes Lippenbekenntnis bleiben, sondern muss sofort durch Handlungen in der Realität bewiesen werden. Der Handlungsmaßstab muss ab sofort halal und haram sein. Nur so zeigt man seine wahre Reue und Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala. Diese vier genannten Eigenschaften dienen nicht dazu, sie einfach auswendig zu lernen, sondern sie dienen dazu, sie umzusetzen, sodass wir mit Allahs Erlaubnis alle gemeinsam zu den Paradiesbewohnern gehören werden. Im darauffolgenden Vers erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala den Lohn für den, welcher sich diese Eigenschaften zu eigen gemacht hat. Und das übertrifft bei weitem alles, was wir uns hier in dieser Dunya vorstellen können. Und im Gegensatz zu den Dingen hier, wird es für immer ohne Grenzen sein. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, betretet ihn in Frieden. Das ist der Tag der Ewigkeit. Sie werden, was sie wollen, darin haben. Und bei uns ist noch mehr.